Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief 4. Ich muss kurz den Timer stellen. Und ja, ich war bei einer Nebenmission. Mir ist aufgefallen, dass mir mittlerweile die Parts ausgehen. Beziehungsweise, dass ich langsam mal wieder etwas aufnehmen sollte. Und das tue ich jetzt auch. Und mir ist auch eingefallen, dass mir in den Kommentaren mal jemand geschrieben hätte, dass die Lautstärke hier etwas zu laut sei. Oder vielmehr meine Stimme eventuell auch ein bisschen zu leise. Ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät, um die Untertitel wieder einzuschalten, aber ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass man die Leute schlecht versteht oder so, aber ich gucke jetzt einfach mal. In Ordnung, hat er das jetzt übernommen? Audio. Ja, okay. In Ordnung. Die Menge der Galle muss proportional sein zur Speichelmenge, denn sonst, puff, nicht gut, gar nicht gut. Aha! In Ordnung. Das ist... Oh mein Gott. Moment! Nein, stimmt nicht. Huscht hier jemand herum? Hier will mir jemand ans Leder! Hey, wer hat mich denn gesehen? Warum? Genau dasselbe Problem hatte ich nämlich auch beim letzten Mal, Leute. Deswegen habe ich diese Mission schon einmal versucht. Ich habe es ja schon einmal versucht und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich schaff's einfach nicht. Der entdeckt mich Verdient jedes euch Mal. euren Sold, Jungs! Es ist nicht normal. Mein Gott. Vielleicht sollte ich einfach, ich weiß nicht, ob ich durch das Gitter sehen kann, wo der, wann der, ne? Vielleicht kann ich auch einfach einen anderen Weg nehmen. Warum muss ich denn hier lang? Die Menge der Galle muss proportional sein zur Speichelmenge, denn Ah, okay, ich sonst, kann das von hier aus puff, sehen, ja. nicht gut, gar nicht gut. Aha! Okay. Ja, jetzt kommt er hierher. Kann ich hier Moment! schon mal Nein, aufschreiben? stimmt nicht. So. Wenn er sich jetzt nach da drüben bewegt. Nein. Ich muss mich beeilen, muss wach bleiben, bei Verstand, muss arbeiten, bitte arbeiten. Troys Die Menge der angebliches Galle muss Heilmittel. proportional sein zur Ich glaube nicht an Speichelmenge, denn Wunder in sonst, Flaschen. Puff, nicht gut, gar nicht. Aha! Entschuldigt, wenn ich gerade so leise war. Ich habe jetzt nichts mehr gesagt, weil ich wollte es einfach nur schaffen und ich habe es offensichtlich geschafft. Moment! Nein, stimmt nicht. In Ordnung. Ich muss mich beeilen, muss wach bleiben, bei Verstand, muss arbeiten, Das sind so bitte typische arbeiten. Arztsätze Die Menge der einfach, Galle ne? muss proportional sein zur Speichelmenge, denn Muss arbeiten, sonst, muss wach puff, bleiben, nicht Hilfe. gut, gar nicht Oh, kann gut. ich das lesen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich muss erstmal wieder so ein Aha! bisschen mit der Steuerung zurechtkommen hier, muss ich ehrlich zugeben. Ich werde jetzt hier nicht mehr groß was ausrauben, ich werde jetzt einfach nur Moment! wieder hier Nein, rausgehen. stimmt nicht. Weil ich auch ehrlich gesagt ein bisschen die Nase voll von dieser Mission habe. Und da ich sie jetzt auch geschafft habe, werde ich hier keine weitere Zeit verplempern. Sondern werde einfach einmal die nächste... Nein. F1, richtig. Ziele. Begib dich zur Bank, durchsuche Black Market nach dem... Was? Gestohlenen Schädel. In Ordnung, das machen wir mal. 138, willst du mich eigentlich verarschen? Wartet mal kurz, ich will mal... Karte ansehen, dann müsste das nächste... Geht zu Alfonsos Kleidung. Ziel verfolgen. Dann machen wir doch lieber das. Das ist hier ganz in der Nähe, 21 Meter. Das klingt gut. Lässt sich bestimmt bewerkstelligen. Hoppala. Okay, die gehen gerade wieder. Sehr gut. Würdest du bitte... Schwing deinen Popo darunter. 13? Oh, Moment. Da komme ich von hier aus gar nicht hin, oder wie? Kann ich hier irgendwie hoch? Da kann ich hoch. Hoppala. Jawohl. Oh, jetzt sind es 31. Scheiße. Jetzt sind es ein paar mehr Meter. Ja, hier komme ich doch gerade her. Verdammte Hacke. Mann. Okay, probiere ich mal anders.
Jetzt laufe ich nämlich gerade im Kreis, das will ich nicht. Das ist Blödsinn. Aber da komme ich wohl nicht her, das heißt wohl, ich muss... Wow. Glockenturmplatz. Wie schleiche ich denn? Auf F? Ne, auf C, ne? Auf C, ja. Oh, ich bin wieder bei diesem verkrüppelten Barrick-Ding gelandet. 6 waren die Wasserpfeile? 6 waren die Wasserpfeile. Oh, nicht getroffen? Ich bitte dich. Ah, geht doch. Ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich... Verdammt nochmal, wie komme ich denn da hin? Kann ich mir... da außen rum. Aber durch das Haus... Oh nö, ne? Sag mir nicht, ich muss durch dieses dämliche Haus durch. Och Mann. Ach, das ist doch ätzend. Ah, Moment mal. Ach nee, das ist ja logisch. Kann ich hier... Nein, da kann ich auch nicht durch. Da unten habe ich es gerade versucht. Es klappt nicht. Also muss ich wohl doch wieder hier hoch. Boah, wie ich einfach immer Stunden brauche, um überhaupt den Weg zu finden, den ich gehen muss, ne? Upp. Ah, schade. Ich habe gedacht, er könnte rüberspringen. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich tatsächlich durch dieses... Hä? Nee, hier bin ich. Das kann doch... Okay, wenn ich jetzt hier runtergehe, bin ich da? Kann ich dann über... Nein. Oh mein Gott! Ach, kann ich hier eigentlich... Ich kann doch bestimmt hier... Nein, kann ich nicht. Wie sieht es denn mit Seilpfeilen oder sowas aus? Hm. Okay. Ja, ich weiß gerade nicht wirklich, wo ich hin muss. Das ist zum... Oh, mein Glockenturm. Da müsste ich... Ich müsste irgendwie darüber kommen. Offensichtlich komme ich da auch hoch, weil... Da! Natürlich. Okay, kleinen Moment. Seilpfeile sind die Nummer 8. Wuhu. Oh, oh, die kommen gerade wieder. Hoch hier. Okay, da muss ich jetzt wohl warten, bis die Wechsel... Was die Wellen in den Eintopf werfen. Ich wette, wenn ich da angekommen bin, ist die Folge gerade vorbei. Ich hatte mir vorgenommen, ungefähr 2 Folgen aufzunehmen. Weil ich jetzt gerade Bock dazu habe und relativ, ja, halbwegs wach bin. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Was nach dem Frühdienst eigentlich ziemlich verwunderlich ist. Aber schwarzer Tee und was zu essen haben mir dabei geholfen. Mir tut der Rücken weh. Frag mich mal, mein Freund, was mein Rücken macht. Hab... So müde. Ja, kannst du laut sagen. In Ordnung. Da komme ich nicht rein. Aber hier komme ich drüber. Bei allen toten Göttern. Und zack. Hallo. Okay. Och nö. Jetzt sag mir doch nicht, ich komme hier nicht. Mann, oh. Ich war so froh, ey. Das war so ein cooler Weg. Und ich dachte, das könnte ich jetzt endlich... Ach Mann. Kann ich hier irgendwie darüber vielleicht? Da muss ich doch irgendwie hochkommen. Mehr. Wartet, wie mache ich nochmal den Fokus?
Da? Nein. Da auch nicht? Nein. Da mache ich den. Ja, ich weiß. Da kann ich hoch. Da kann ich hin und... Ich glaube, da vorne ist was zum Mitnehmen. Ach Mann! Das ist doch zum... verrückt werden hier. Ups. Wow! Schön vorsichtig. Da oben kann ich auch her. Aber wie und wo und ob überhaupt. Okay, ich guck nochmal, ob ich irgendwie irgendwo einen anderen Weg finde. Nee, da komme ich doch nur... Wartet kurz. Hey! Ist das hier direkt um die Ecke? Nee, ist doch gar nicht wahr. Was ist das denn hier? Oh. Sollte ich... Was? Kann ich hier irgendwas machen? Begib dich zu North Crest Manor und all der... Oh, ups. Das wäre jetzt beinahe... das ist die Hauptquest, soweit ich weiß. Oder wie sieht das aus? Echt jetzt? Okay, das ist irgendwie... Nee, das wollte ich ja jetzt nicht. Weil ich wollte ja diese Nebendings... Oh, hoppala. Ich wollte ja diese Nebenquest machen. Aber offensichtlich finde ich da den Weg nicht hin. Das ist doch zum Kotzen, wenn ich hier die ganze Folge immer nur am Rumeiern bin. Nein, nicht runter. Hoch. Eine Arznei gegen die Schwermut? Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Ja, das ist blöd. Besseren Job, mein Freund. Meinen zum Beispiel. Ich laufe in die vollkommen falsche Richtung, richtig? Ja, richtig. Ach, Mann. Okay, vielleicht komme ich ja hierher. Hoppala. Was ist das denn da? Jede Nacht derselbe Albtraum. Ach, das ist aber mein... Das ist mein Glockenturm, da will ich doch gar nicht hin. Wer oder was sieht mich hier? Niemand, das kann mich niemand sehen. Aber ich könnte jetzt... jetzt komme ich ja hier rüber. Hoppala. Nein, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Ich kann ja jetzt hier höher. Das bringt mir wahrscheinlich überhaupt nichts. Würdest du bitte... Oh, nein! Okay, hat doch funktioniert. Puh, Schwein gehabt. Da unten durch kann ich auch nicht. Kann ich oben drüber? Nö. Kann ich dann... Kann ich da rüber springen? Vielleicht. Oh. Was ist hier oben? Wie komme ich denn da? Oh. Aha. Moment. Heißt das, ich kann hier? Da? So? Und dann könnte ich hier hoch? Nein. Nee. Also ich kann hier... Ich kann hier natürlich hoch, aber... Hier geht's halt nicht weiter. Okay. Ich bin mir sicher, dass irgendwer von euch... einen viel einfacheren und besseren Weg kennt als ich. Und mir irgendwie sagen könnte, wie ich da hinkomme. Oh. Oh. Das war knapp. Aber irgendwie bin ich persönlich gerade ein bisschen zu blöd dazu. Wisst ihr was? Ich nehme einfach eine andere Mission. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Ich habe doch keine Lust, die ganze Zeit nach diesem dämlichen Weg zu suchen. Das ist doch... Hier kann man doch bestimmt... Ach, gib mir doch einfach die Karte, Mann. Zurück. Gib mir einfach die Karte. Die normale Karte. Danke. Was haben wir hier noch? Still Lady Christina's Testament. Komm ich auch nicht hin, ich komme doch nicht darüber. Ich weiß nicht wie. Suche bei Clock Tower Bookbind ist nach dem Manuskript. Was für ein Manuskript?
Was wollt ihr von mir? Hier würde ich aber... Na, ich probier's mal hiermit. Vielleicht funktioniert das ja besser. Heißt also... Oh. Mein Gott, wie die einfach aussehen, ey. Da seht ihr, ich habe die erste Folge schon fast wieder voll und bin die ganze Zeit einfach nur durch die Gegend geirrt. Ich hasse solche Folgen. Das ist doch nicht normal. Naja, das ist, ja, blöd halt. Ich meine, hier sind ja die Wege sogar schon gekennzeichnet. Dadurch, dass, also, ne? Irgendwie durch diese komischen weißen Streifen oder keine Ahnung was. Halt, um zu zeigen, dass man da halt rüber kann. Blöd ist nur, wenn man... Doof ist nur, wenn man zu blöd ist, darüber zu kommen. So, meine ich das. Okay, darüber kann man? Weiß ich nicht. Sehen wir jetzt. Ich hätte schon vor Jahren abhauen sollen. Ruhig, ihr seht mich nicht. Da hat sich doch was bewegt. Nein. Keine Ahnung, was das war. Kann ich hier durch? Ist da jemand? Nein. Hey! Schnauze. Dieser Ort ist so leer wie mein Magen. Tja. Ganz ruhig. Entschuldigung. Ich mag solche Orte nicht. Ach, solche Orte. Jetzt hat er mich doppelt so viel Salz und halb so viel Ratte. So mag ich das. Ja, genau. Ich meine, ich hasse solche Folgen, in denen man einfach nicht vorankommt. Jetzt bin ich wieder hinten. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie komme ich denn hier weiter? Hier komme ich in diesen dämlichen Laden rein. Oder nicht? Natürlich. Ich gehe auch in die völlig falsche Richtung. Hahaha. Sehr toll. Okay, so langsam nervt's. Ich müsste vielleicht auf die andere Seite. Einfach nur hier so, ne? Da. Ja. Das gilt ein bisschen aus der Puste. Hatte Zeit. Okay. Ich glaube, ich sollte euch... Ich werde euch, glaube ich, am Anfang der Folge vorwarnen, dass hier in diesem Part einfach nichts außer sinnlosem Herumgeirre kommen wird. Bringt mich das irgendwie weiter? Irgendwie? In irgendeiner Weise? Ich käme darüber, ja, super. Aber da muss ich eigentlich gar nicht hin. Ich müsste irgendwie da hoch. Komme ich denn da hoch? Das ist die Frage. Natürlich, bestimmt komme ich irgendwie da hoch. Aber... Okay, ich lasse die Karte einfach mal offen. Wie wäre es damit? Irgendwas in diesem Eintopf hat mich angestarrt. Angestarrt, genau. Ich husche hier mal ganz schnell vorbei, Freunde. Okay, hier, da. Und hier. Ja, sehr schön. Nein, gar nicht wahr. Hä, warum ist mein Ziel jetzt weg? Hat sich all möglichen Scheiß anvisiert, nur nicht mehr das, was ich haben wollte, oder wie? Ja. Was ist jetzt mit meiner Mission? Hier war doch eine... Bin ich denn jetzt blöd? Ey, ich sag's doch, das Spiel verarscht mich. So viel zu den Nebenmissionen, die ich machen wollte. Deaktiviere alle Fallen. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde jetzt diese Mission da oben machen. Weil ich die sowieso die ganze Zeit schon mal machen wollte. Und wenn ich dann jetzt irgendwann endlich da angekommen bin, werde ich einen Cut machen und werde versuchen, das Ganze hier einfach... Ich habe keine Lust mehr. Das ist doch alles Kacke. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich die Folge überhaupt mit reinnehmen soll. Am besten schmeiß die Folge einfach raus. Ich meine... Irgendwie gehört sie ja dazu, weil... Ist halt so und so, ne? Bin ich halt mal eine ganze Folge lang einfach nur durch die Gegend geirrt. Die Bäckerei hat plötzlich zugemacht.
Ja, das Brot war schimmelig, aber gehört halt genauso zu dem Brot. Zu dem Spiel wie alle anderen Teile auch. Er wurde gehängt wegen Götzenverbrechen. Vermutlich war er nur mit den Sondersteuern. Aber trotzdem ist es einfach nur nervig. Ich die ganze Zeit nur blöd am Rumlaufen bin und nichts finde. Oh, hi. Hab ich da gerade wen gehört? Hey. Ah, jetzt bin ich entdeckt worden. Nice. Das wird ja immer besser. Du entkommst mir nicht. Nein, natürlich nicht. Jetzt bin ich schon mal hier. Bringt mir das irgendwas? Nein. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Mission? Ist nicht, da irre ich hier durch die Gegend in der Hoffnung irgendwas? Was ist das hier für eine Mission? Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich bin hier unten. Was ist das? Beschaffe besseres Füller. Oh, okay. Wo ich dann schon mal hier bin? Muss ich nur aufpassen, dass mich keiner findet. Hahaha. Ha, ha. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ach, das ist da oben. Oh, jetzt muss ich wieder zusehen, wie ich auf dieses vermaledeite Dach hochkomme. Das Gefühl, diese Nebenmissionen sind irgendwie... Die sind alle scheiße. Hier ist niemand. Ich jage einem Schatten nach. Richtig. Seid vorsichtig, wenn ihr leben wollt. Ach, halt die Fresse, Mann. Mich regt gerade alles nur noch auf, ey. Kein Bock mehr. Dann wollte ich mal eine Runde Thief zocken und was ist? Mist ist. Einfach nur Mist. Vielleicht sollte ich doch mit der normalen Mission weitermachen. Also mit der Hauptmission weitermachen. Okay, jetzt müsste ich irgendwie darüber. Komme ich da überhaupt hoch? Ach, da komme ich hoch. Sehr schön. Hui. Da und dann darüber. Okay, das funktioniert sogar. Hey. Na, ich habe ja wenigstens eine Mission heute geschafft. Da bin ich ja schon mal sehr stolz drauf. Auch wenn mir das überhaupt nichts bringt. Aber, ja gut, okay. Sagen wir mal, eine ist besser als keine. Und wie zum Henker soll ich denn da hinkommen? Mit einem Seilpfeil, natürlich. Was auch sonst. So müde. Geht er bis... Der geht nicht mal annähernd bis da unten hin. Wie soll ich denn... Wieso Jack? Ich fühle mich nicht besonders. Komme ich da irgendwie hoch? Irgendwie. Ich wette, ich übersehe irgendwas total Essentielles. Irgendwas, was jeder sehen würde, so. Weißt du, aber ich einfach nicht. Weil ich das gerade am Spielen bin und einfach zu dämlich bin, sowas zu sehen. Was ist das? Cool. Das jetzt ein Lynchmob auf den Straßen! Die Götzen hängen die Schwarzkittel auf! Ja, jetzt nee, haben andere den Strick in der Hand. Das ist klar. Mann! Dieser dämliche Fokusblick. Warum setze ich den nicht eigentlich öfter ein? Weil ich blöd... Weil ich einfach nicht dran denke. So, Punkt. Warum habe ich jetzt gerade auf den Tisch gehauen? Keine Ahnung. Ach, hier sind bestimmt wieder irgendwelche Fallen. Wetten? 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 Warum ist hier überall Blut auf dem Boden? Ich habe das Gefühl, diese ganze Stadt metzelt sich einfach nur gegenseitig nieder. Hi. Kommst du mit? Hier ist doch... Ah. Da schau mal einer, guck. Das sind ja schon raffinierte Bürschchen hier immer mit ihren Bücherregalen, beziehungsweise mit den Geheimgängen hinter den Bücherregalen. What? Kommt das Räucherfleisch nicht von hier. Warum sind die Stimmen eigentlich so leise? Ich verstehe das nicht. Ich habe die Sprecherlautstärke auf volle Kanüle. What? Ich hatte erst Zombies. Lasst mich in Ruhe, ey. Ich habe genug von wandelnden Leichen-Scheiß. Memoiren des Henkers. Na, das klingt ja super. Besser kann schreiben. Und ich dachte immer, er kann nur reden. Ach, diese Hassliebe, es ist... Ich vergöttere es. Ja, yeah, was ist das? Oh, das sieht echt... Ah, da hängt einer.
Boah, das ist ekelhaft. Ich will das wieder zumachen. Mach das wieder zu. Bitte. Okay, warte, da war ein Dokument. Ich lese das einfach kurz. Rochester, Verrat. Adlige werden nur selten gehängt. Habe ein Viertelpfund Fleisch und die Zunge genommen. Schmeckte irgendwie nach Silber. Nilly, einfacher Diebstahl. Habe ein Pfund Fleisch genommen. Normale Qualität, gut kochbar. Etherington. Zwangsrekrutierer. Habe ein halbes Pfund Fleisch genommen. Gute Qualität, starker Wildgeschmack. Erlegt von Wachmann Dobbs. Ormsy, Totschläger. Ormsby, so, Totschläger. Zu dünn für Fleisch. Habe Atemorgane und Herz entnommen. Oh, das ist ja ekelhaft. Mein Gott. Das ist doch nicht normal. Kannibalismus, ey. Wah. Naja gut, wenigstens habe ich eine Nebenmission in diesem Part machen können. Ich denke mal... Ach, ich guck mal, ob ich irgendwie noch ein paar andere in den nächsten schaffe. Ansonsten mache ich einfach mit der Hauptmission weiter. Ich meine, die Nebenmission kann ich auch im Anschluss noch machen, wenn ich irgendwie Bock dazu habe. Ich werde aber auf jeden Fall diese Banks Haste, also diese... Begib dich zur Bank. Da, oben. Die werde ich... Entschuldigung, die werde ich auf jeden Fall irgendwann noch machen. Weil ich finde, die gehört einfach dazu, weil ich habe das halt vorbestellt, beziehungsweise, ne, ihr wisst schon, und ja. Würde ich sagen, gehört das irgendwie so ein bisschen mit zum Spiel dazu. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, falls ich diese Folge hochladen sollte. Vielen Dank fürs Durchhalten, weil einfach nur wirres Rumgeirre ist jetzt nichts, was ich... ich muss es eigentlich reinnehmen, weil zwei Nebenmissionen erledigt und so. Demnach vielen, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschaut habt. Und die nächste Folge wird auf jeden Fall besser, das verspreche ich euch. Dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen. Unten in die Videobeschreibung gucken, weil wichtige Links drin. Bewertung wäre auch ganz lieb. Lasst einen Daumen rauf da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann eben nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!